Auftrag abgeschlossen, Unterrichtsstunde Astronomie. In der Astronomie als hier. Wieder fast durch die Welt gelutscht. Jetzt waren wir schon am Astronomieturm, da wollte ich nochmal eine Runde der Wünsche, aber jetzt sind wir wieder raus. Achso, ich wollte mal in die Aufträge rein. Hier haben wir keinen Punkt. Hier haben wir was bekommen. Mehr Platz für Ausrüstung. Oh, das könnte ich. Das Geld ist da. Da müssen wir darauf hinarbeiten. Eine Prüfung mehr, jetzt müssen wir abschließen. Ah, haben wir schon. Das ist sinnvoll. Jetzt können wir 24. Na gut, es ist ja. Müssen wir nicht so schnell das Inventar leeren. Das ist großartig. Mhm. Im Schatten der Blutlinie. Sebastian und Omnis wurden dabei beobachtet, wie sie sich in der Nähe der großen Handel gestritten haben. Es wird herausfinden, worum es dabei geht. Ich glaube, die Aufgaben vernachlässigen wir gerade. Renati oder. Ich würde erstmal mit Sebastian weitermachen. Na, die können wir dann auch noch machen. Das klingt sehr spannend. Wir müssen daran denken, hier mal die Pulse zu machen. Dann können wir hier schon mal einen Zauberspruch lernen. Das mit dem Trinken, das machen wir dann. Kampfpflanzen machen wir dann auch nochmal. Inventarplätze. So, auf zu Sebastian. In der großen Halle so. Soll das sein? Okay, waren wir schon mal? Lumos. Aha, ein Zentaurenbild. Aha, na komm mal mit. Nachts durch Hogwarts.
Oh, es ist Halloween. Da stehen gruselige Kürbisse. Ich laufe schon Schlängelinien. Wow. Halloween-Deko. Okay, hier würde ich aber, bevor wir hier reingehen, mit Sebastian sprechen. Okay, das kam ein bisschen überraschend. Leichte Aggression bei den Statuen. Sehr großartig. Das habe ich noch nie gesehen. Ich könnte mal eine kurze Pause machen. Das war jetzt genau mein Humor. Ich mache eine kurze Pause und dann sehen wir uns gleich weiter über die Quest noch. Lumos. Aha. Na dann, bis gleich. Können wir gleich das mit erledigen? Ja, ich komme nicht zu euch. Erstmal die Mutter entfangen. Die ist doch hier. Ah ja, hinterm Lehrertisch. Wow, schon nicht geschmückt. Direkt mit dem Essen für die Halloween-Party. Nicht reparieren. Der arme Ritter. Wieder mal auf. Die dunklen Künste sollten gemieden werden. Es ist zu riskant. Alles, was mit Salazar Slytherin zu tun hat, ist das Risiko wert. Ich bin anderer Meinung. Mehr sage ich nicht. Tut mir leid. Ich gebe nicht auf. Worüber haben Ominous und du gesprochen? Er macht sich lächerlich. Offenbar hat Salazar Slytherin ein geheimes Skriptorium hier in Hogwarts. Ominous meint, es wurde für dunkle Künste genutzt, also hält er sich fern. Ich erinnerte ihn, dass Anne ein Heilmittel braucht. Das Skriptorium könnte die Antwort sein. Ja, für ein Heilmittel. Für einen guten Zweck. Ja, ich weiß nicht, ob mich das interessiert, aber sind gefährlich, aber irgendwie, ich will auch seit langem schon die verbotenen Zauber, die Zauber lernen. Die haben vielleicht die Chance dafür. Die dunklen Künste wecken meine Neugier. Hinter schwarzer Magie steckt mehr, als man ahnt. Die Gaunts wissen das. Besser als die meisten. Vielleicht war das unpassend. Ominous Familiengeschichte ist zu persönlich. Ich möchte mehr darüber erfahren, wenn du es mir erzählen willst. Ich sage es auch nicht weiter. Also gut. Aber das bleibt unter uns. Ominous lernte die schwarze Magie von seinen Eltern. Sagt dir der Cruciatus-Fluch etwas? Der sagt mir was. Crucio, richtig? Der Cruciatus-Fluch, auch Folterfluch genannt. Er fügt dem Opfer unerträglichen Schmerz zu. Seine Eltern und seine älteren Geschwister hatten keine Skrupel, aus Spaß Muggel damit zu quälen. Ominous beschrieb die Schreie der Opfer als entsetzlich. Als er als Kind zum ersten Mal den Zauber selbst ausführen sollte, brachte er es nicht über sich.
Zur Strafe verzauberte seine Familie ihn damit. Die Qualen waren so groß, dass er bei der nächsten Aufforderung nachgab. Ich habe Omnes wiederholt versichert, dass er nicht anders konnte, aber er hat sich immer noch nicht verziehen. Die sind nicht ohne Grund verboten. Die unsäglichen Sprüche. Wie waren die nochmal? Ich hab gerade ein... die... unverzeihliche Sprüche. Das ist grauenhaft. Aber egal unter welchen Umständen, er hätte das nie tun dürfen. Und wie soll der Cruciatusflug da helfen? Glaub mir, es ist gar nicht so einfach klar zu denken, wenn du von Crucio getroffen wurdest. Nach diesem Vorfall wurde die Kluft zwischen Omnes und seiner Familie immer größer, bis ich auftauchte. Wenn er nicht in Hogwarts ist, ist er bei uns in Feldcroft. Omnes vertraut mir. Und meistens hört er dann auch auf mich. Ich erinnere ihn daran, wenn ich dem Skriptorium nachgehe. Ich schicke meine Eule. Bald habe ich Neuigkeiten. Ich werde Omnes schon noch umstimmen. Er wird es verstehen. Aha. Ich höre eine leise Chance, dass wir den Cruciatusflug erlernen. Ist ja fantastisch. Im Avada Kedavra-Flug ein Stückchen näher. Ich meine, der Avada Kedavra-Flug, der erleichtert halt das, den Kampf extrem. Das ist halt irgendwie fast ein bisschen wie Cheaten. Hier unten. So, Aufträge. So, das müssen wir unterwegs machen. Unsichtbarkeitstrank habe ich noch keinen gefunden. Vielleicht hat Pippin den, wenn wir ihm helfen. Oh, keine Ahnung. Flussgras. Müsste ich mal googeln. Durch Flussgras und eine Kampfpflanze kriege ich wahrscheinlich in Hogsmeade. Schloss Fallbaraton. Okay, gucken wir auf die Karte. Wieder sowas Abwegiges. Aber es liegt auf dem Weg. Würde ich erstmal sagen, nach Hogsmeade und dann gucken wir mal. Gibt's einen gemütlicheren Ort als Hogsmeade? Vielleicht kriegen wir bei dem Händler dort. Das Flussgras und so weiter. Ah, Sie sind's. Welch schöne Überraschung. Flussgrasstamm. Das war doch das, was wir brauchen, oder? Nochmal auf die Liste, man kann behaupten, was meine kaufen. Regale wären leer. Fürs gar nichts Aufgabe. Pflanze und Ernte, Flussgras. Und die Kampfpflanzen. Flussgras, sagen Sie nichts. Flussgras. Sie suchen was Neues. Flussgras-Samen, die könnte man gebrauchen. Lassen Sie mich bitte wissen, wenn ich Ihnen sonst noch helfen kann. Ein Dünger. Niemand kann behaupten, meine Regale wären leer. Kampfpflanzen, kriegen wir die her. Sagen Sie nichts. Sie suchen was Neues.
Bei dir nicht. Niemand kann behaupten, meine Regale wären leer. Ja, ja, ja. Wow. Was soll ich ohne sie tun? Ich rieche eine Sidequest. Hallo. Stimmt etwas nicht? Und ob? Mein liebes Mondkalb Biscuit wurde von Wilderern im Norden entführt. Teuflische Unholde. Ich wollte mich wehren, doch ich hatte keine Chance. Das mit Ihrem Mondkalb tut mir leid, Mr. Ganuff. Bloß Ganuff. Ich bin nur ein einzelner Kobold, nicht mal besonders mutig. Ich habe keine Chance gegen eine Bande elender Wilderer. Oh, meine arme Biscuit. Ich kann nur hoffen, dass ihr die Flucht gelingt. Warum haben die Wilderer Biscuit entführt? Ich weiß es nicht. Mondkalbdung ist der ideale Dünger für Zauberpflanzen. Aber ich glaube nicht, dass die Wilderer begnadete Gärtner sind. Wer weiß, was sie ihr antun. Sie könnten sie auspeitschen, häuten, ausweiden und ausstopfen, nehme ich an. Oh, Biscuit. Ich werde mich nach dem Mondkalb umsehen, Ganuff. Danke. Wären doch nur alle Hexen und Zauberer so nett zu Kobolden. Wenn sie sie sehen und zu mir zurückbringen, belohne ich sie auch für ihre Mühen. Halten Sie die Augen nach ihr offen. Und Vorsicht, die Wilderer sind absolut skrupellos. Ich sollte versuchen, Ganuffs Mondkalb zu retten. Ich muss offenbar nach Norden, um die Wilderer zu finden. Ich dachte, die Truhe können öffnen, wenn wir Sarahs Momentum. Scheinbar nicht. Okay, jetzt die Truhe aber ruhig. Okay, wahrscheinlich steht er davor. Okay, die Sidequest heben wir uns aber auf. Bitte bis wie? Jetzt müssten wir nochmal einen Raum der Wünsche, um das zu pflanzen. Kampfpflanzen. Eine Aerone müssten wir, glaube ich, noch haben. Eine Venemusa Tentakel brauchen wir. Okay. Tierwesen haben wir auch noch nicht entdeckt. Nein, das war genau der falsche Zauber. Hat jemand in letzter Zeit die Kobolde gesehen? Katze. Und mein Umhang ist ganz dreckig. Wird es Zeit, ihn zu wechseln. Schloss auf Stufe 2, ah ja. Was haben wir denn hier? Ein Demigeist. Was, wo? Revelio. Ein Demigeist? Sehe ich nicht. Das wäre ich noch zu sehr am Tag. Ein guter Hinweis. Mit der Quest müssen wir auch mal weitermachen. Tierwesenbedarf. Ich bin ja doch immer Tränke. Vielleicht auch Pflanzen. Ich muss das mal da versuchen.
Katze. Das muss natürlich sein. Katzenstreichen ist ganz wichtig. Willkommen. Lassen Sie mich einfach wissen, wenn ich helfen kann. Revelio. Das haben wir noch nicht eingesammelt. Jay Pippins Zaubertränke. Jay Pippins Zaubertränke, gegründet 1753, ist die Apotheke in Hogsmeade, in der Inhaber Perry Pippin eine große Auswahl an Zaubertränken und deren Zutaten verkauft. Wie kann ich heute behilflich sein? Trollpuppe. Auch eine Kampfpflanze. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bis bald. Mosa-Tentakula. Wo kriegen wir die denn her? Die Boomsticks. Vielleicht beim Tierbedarf. Selbst gezüchtet haben wir die noch nicht. Auf geht's nach Hogsmeade. Hallo. Bewegen Sie sich nicht so schnell. Wenn man sich an einer Derrick-Hall-Feder sticht, tut das weh. Oh, süß. Hallo. Ah, willkommen bei Schnabel und Brut. Ich bin Ellie Peck. Und nein, ich habe keine Abraxane-Haare mehr. Hat alles ein Händler in Otteries and Catchball gekauft. Musste es sogar persönlich liefern. Hat ihn nicht gejuckt, dass ich den Laden schließen musste. Anscheinend hatte er mal ein ziemlich schlechtes Erlebnis mit einer Lieferung von Vampushaaren. Muss ein amerikanischer Verkäufer gewesen sein. Hier gibt es ja gar keine. Wie auch immer. Was brauchen Sie? Mondkalbfell? Derrick Hall-Federn? Ich habe immer Mühe, sie zu sammeln, weil dieser Vogel ständig wieder verschwindet. Freches Ding. Früher hatten wir auch Derrick Halls im Laden. Aber die Kunden verlangten immer wieder ihr Geld zurück, wenn sie nach Hause kamen und die Viecher nirgends zu sehen waren. Scheint mir als Ware ungeeignet, was du als ganz Ware offensichtlich. Hast. Sie nehmen wohl kein Blatt vor den Mund, was? Auch wenn wir ein Zaubererdorf sind, heißt das nicht, dass diese Dinge durch Magie entstehen. Es ist wirklich mühsam, diese Federn aufzutreiben, von den Fupern ganz zu schweigen. Die meisten Anbieter von Fupa-Federn könnten genauso gut im St. Mungo leben. Hätten sie die Finger von Fupern gelassen, wären sie vielleicht gar nicht auf die Idee mit den Derrick Halls gekommen. Oh, sie sind mir ja ein Frechdachs. Keine Sorge, das macht nichts. Ich bin auch nicht auf den Mund gefallen. Und nur damit Sie es wissen, meine höchste Priorität ist, dass alle Tierwesen sicher und gut versorgt sind. Das ist anständig und gut fürs Geschäft. Schauen Sie sich hier ruhig mal um. Das klingt sehr gut. Das Angebot ändert sich ständig und nicht nur, weil dauernd irgendetwas verschwindet. Am besten schauen Sie vorbei, bevor bestimmte Waren ausgehen. Was früher auch buchstäblich der Fall war. Danke, das werde ich. Gerne. Nehmen Sie sich ruhig Zeit. Und danke, dass Sie vorbeigekommen sind. Es war mir ein Vergnügen. Die Synchronisation passt nicht immer ganz. Was verkaufen Sie hier? Welche Tierwesen-Nebenprodukte möchten Sie denn gern erwerben? Keine Kampfpflanzen. Sie können gerne wiederkommen. Sie sind jederzeit willkommen. Bist du ein Süßer? Einfach mitnehmen können wir den wahrscheinlich nicht. Manchmal führen alle Wege nach Hogsmeade. Wo könnte man... Wer in Azkaban landet, habe von Anfang an... Wir haben das... Ich kann mich doch daran erinnern, dass wir das hier mal
irgendwo gekauft haben. Sportbedarf. Wälzer und Schuftrollen. Drei Besen zum Scherzartige laden. Teesorten, Konfekte, Honigtopf. Hier, das war hier. Da wurde einiges verkauft. Das Ding sind so Knoblauchpilz irgendwie. Da haben wir schon mal was bekommen. Ist bloß ein bisschen abseits vom Wege. Deswegen müssen wir da ein bisschen gucken. Spazieren. Oh, nicht so schnell. Seien Sie vorsichtig, Venemosa Tentacula. Genau, die brauche ich. Oh, ich freue mich immer, wenn ein junger Mensch einen klugen Kauf tätigt. Sie werden es noch weit bringen. So, die Quest war jetzt. Nutzen Sie zeitgleich. Okay. Muss das gegen den Gegner sein oder kann ich das einfach auf dem Platz machen? Ich hoffe, ich kann das einfach gleich machen. Wie ist das hier? Ich glaube, das haben wir geschafft. Yep. Auf in den Raum der Wünsche. Machen wir wenigstens die eine Aufgabe zu Ende. Ich fange jetzt hier nicht an. Um zu gestalten. Wir haben zwar Nöss. Okay, ich brauche noch einen zweiten Tisch, wie es ausschaut. Ja gut, das war Verschwendung. Gute Arbeit leisten. Danke dir. Ist motiviert. Die Tam. Und noch Flussgras, oder? Als Topfgröße? Bitte was? Großen Töpfen, okay. Okay, wo kriegen wir so einen großen Topf her? Das kann ich schon. Okay.
Ach, bitte nicht. Das müssen wir erst freischalten. Und wie kriegen wir das jetzt hin? Vielleicht können wir das ja im Kräuterkundeunterricht machen. Hier gibt es bestimmt auch einen großen Topf. Das machen wir doch jetzt noch irgendwie. Das muss doch irgendwie gehen. Ah, Mike Peeves. Den Namen nicht mehr gesehen. Hin, aber ich reise zu Fuß. Doch irgendwie möglich sein. Den großen Topf zu finden. Bitte, das muss doch irgendwie gehen. Könnten Sie mich an den Zweck meiner Aufgaben erinnern, Professor? Natürlich. Professor Weasley hat mich freundlich darum gebeten, Ihnen einige Aufgaben zu geben, damit Ihre Studien auch außerhalb des Klassenzimmers gedeihen. Wenn Sie alle abgeschlossen haben, kommen Sie zu mir, damit ich Ihnen Flipendo beibringen kann. Könnten Sie mich an den Zweck meiner Aufgaben erinnern, Professor? Natürlich. Ich dachte, Professor Weasley hat mich freundlich darum gebeten, Ihnen einige Aufgaben zu geben. Wenn Sie abgeschlossen haben, kommen Sie zu mir, damit ich Flipendo beibringen kann. Ja, haben wir hier irgendwo große Töpfe, die ich benutzen darf. Als Schülerin. Hier ist ein großer Topf. Und dann müssen wir wirklich erstmal warten, bis wir die großen Töpfe gesammelt haben. Rebellion. Ein paar Münzchen.
befürchte. Befürchte, dass wir da warten müssen. Einen großen Topf haben wir hier gerade nicht zur Verfügung. Revelio. Das finde ich jetzt skandalös. Es muss doch eigentlich möglich sein, hier das auch um. Und das gut zu pflanzen. Das kann auch die Professoren nicht davon ausgehen, dass ich dann fertigen großen. Dass die Ausrüstung dafür habe. Jetzt können wir ein bisschen näher spielen. Revelio!